Sie sitzen gerade wieder zusammen, Europas Krisenmanager. Beim EU-Gipfel heute in Brüssel sprechen die Staats- und Regierungschefs nicht nur über das Dauerproblem Brexit. Auch die Italiener machen der EU zunehmend Sorgen. Denn die kehren der Union ebenso den Rücken zu. Auf der einen Seite die Bürger. Würden sie gefragt, ob sie in der EU bleiben wollen, würden sie nicht mehrheitlich dafür stimmen. Und die italienische Regierung steigt auch irgendwie aus. Zumindest, wenn man sich die Haushaltspläne anguckt. Die weichen massiv von den vorgegebenen EU-Zielen ab. Und so könnte das drittgrößte Euroland die nächste heftige Krise auslösen. Die Textilfirma Markert. An ihrem Hauptsitz in Schleswig-Holstein produziert sie Schläuche und Filter für die Industrie. Vor 2 Jahren hat Firmeninhaber Philipp Markert in einen zusätzlichen Standort in Italien investiert. Wenn Italien aus der EU austreten sollte, hat das natürlich Konsequenzen auf unser Geschäftsmodell. Die Konsequenzen eines Austrittes können groß sein. Was bleibt mit den Schulden? Was wird aus den Schulden? Wer wird diese übernehmen? Wer wird sie zurückbezahlen? Bis jetzt ist die Expansion nach Italien für seine Firma ein Erfolg. Durch sie bekommt Markert neue Kunden in Südeuropa, Afrika und im arabischen Raum. Aber Italien befindet sich im Umbruch. Die neue Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega Nord hat teure Pläne, sucht die offene Konfrontation mit der EU. Die Regierung ist gewählt und das, was sie jetzt einlöst, ist das, was sie versprochen hat. Aber wir gucken da natürlich mit Sorge auch hin. Letzter Nadelstich. Vorgestern reichte die italienische Regierung in letzter Minute ihren Haushalt für 2019 bei der EU-Kommission ein. Aus Sicht der EU ist der Plan eine Provokation. Haushaltskommissar Oettinger hat heute erklärt, dass er davon ausgeht, dass die EU-Kommission den Haushaltsentwurf zurückweisen wird. So etwas hat es noch nie gegeben. Italien steht wirtschaftlich sehr schlecht da. In dem Land haben wir seit 20 Jahren ein ganz schwaches Wirtschaftswachstum, ein vor allem schwaches Produktivitätswachstum. Es gibt tiefe strukturelle Probleme in Italien, die gelöst werden müssen. Schon jetzt hat Italien eine Verschuldungsquote von 132% des Bruttoinlandsproduktes. Erlaubt sind nach EU-Regeln 60%. Und im kommenden Jahr will Italien noch mehr Schulden machen, 2,4% der Wirtschaftsleistung. Vereinbart mit der EU waren maximal 0,8%. Finanzieren will die Regierung damit Wahlversprechen, Rente mit 62 und ein Grundeinkommen von 750 Euro für jeden Italiener. Die aktuelle Haushaltspolitik ist für ihn nicht immer leicht zu vermitteln. Klaas Schmidt knüpft im Auftrag der italienischen Handelskammer Kontakte zu deutschen Unternehmen. Ich denke, mit diesen Diskussionen und mit den Ideen wird die Reputation Italiens sicherlich leiden innerhalb Europas. Und Italien muss aufpassen, dass es nach wie vor ein ernstzunehmender Partner Europas ist. An den Börsen sorgt die Haushaltsentscheidung für Turbulenzen. Bankaktien fallen. Für italienische Staatsanleihen schießen die Zinsen in die Höhe. Wenn es zu einer Panik an den Finanzmärkten kommt, die Investoren noch nervöser werden, dann kann es sein, dass Italien sich nicht mehr refinanzieren kann an den Finanzmärkten. Das Land würde in eine Staatspleite rutschen. Wie akut die Lage ist, zeigt ein Blick auf Italiens Banken. Viele Institute haben seit der Finanzkrise schon faule Kredite in ihren Büchern. Auch ihrem eigenen Staat haben sie Milliarden geliehen. Die italienischen Banken sind ja seit geraumer Zeit sehr ertragsschwach. Die letzte Bankenrettungsrunde erfolgte 2016. Und jetzt kommt ein neuer Abschreibungsbedarf in Milliardenhöhe auf sie zu. Und das macht sie nicht mehr wettbewerbsfähig. Das kostet neues Kapital. Und deshalb haben sie schon bei der Regierung in Italien angeklopft, ob nicht weitere Staatshilfen möglich sind. Eine Krise in Italien wird auch Deutschland treffen. Deutsche Banken sind der drittgrößte Kreditgeber Italiens. Insgesamt fast 34 Milliarden Euro. Dazu gehört auch die Commerzbank. 8,5 Milliarden Euro hat sie in den italienischen Staat investiert. Und die Deutsche Bank hat an den Staat und ihre Filialkunden in Italien rund 18 Milliarden Euro verliehen. Je stärker die Banken engagiert sind in Italien, desto eher sind wir erpressbar. Und diese Erpressbarkeit müssen wir abbauen. Für die EU geht es um Glaubwürdigkeit.
Noch nie musste sie einen eingereichten Haushalt ablehnen. Und noch nie verweigerte sich eine Regierung so dreist den Regeln der EU. Das Problem ist, dass die italienische Regierung die Regeln ja nicht einhalten will. Deshalb gibt es keinerlei Hilfe von der EZB und keinerlei Hilfe von den Rettungsschirmen. Das führt auch dazu, dass die Kapitalmärkte jetzt viel nervöser sind. Denn auch sie wissen, in der aktuellen Lage kann es keinerlei Hilfen von außen geben. Die Italiener müssen das alleine schaffen. Für Europa droht die Schuldenkrise Italiens viel gefährlicher zu werden als die Krise Griechenlands. Hier geht es jetzt weiter mit Karin Mioska und den Tagesthemen. Karin, soweit also der Problemkandidat Italien. Beim EU-Gipfel geht es heute aber vor allem um den Brexit. So ist es, Pina. Im Moment donnert Europa ja auf einen unkontrollierten Brexit zu mit unabsehbaren Folgen für alle, wenn sich Brüssel nicht mit London einigen kann. Das läuft ja im Moment alles andere als glatt. Und deshalb beraten die Staats- und Regierungschefs gerade darüber, wie man dieses Fiasko noch abwenden kann. Eines unserer Tagesthemen jetzt gleich. Danke, Karin. Ja, das war Plus Minus aus Hamburg. Mehr zu unserer Sendung finden Sie im Internet unter plusminus.de. Einen guten Abend Ihnen allen.